Das ist ja wirklich richtig cool. Also, wenn man mal wirklich Magier machen möchte, ist das jetzt die Chance mit diesen Stäben? Ah, es hat Aufladung, guck mal. Da unten, oder? Tatsache. Egal, damit haben wir nichts am Hut. Damit haben wir was am Hut. So. Hier sind noch mal Leintücher. Leines. Ah ja, da geht's raus. Ich wollte gerade fragen, ob wir denn jetzt etwa alles wieder zurücklatschen müssen. Müssen wir wohl aber nicht. Tolle Sache. Hä? Ah. Secret. Wo sind wir denn hier? Das kennen wir aber noch nicht. Dem Herr Truhe. Noch ein Amethyst. Kurundum Barren. Ein Dietrich, Goldstücke, blitzresistent und Ausdauer. Cool. Okay. Bergblumen gibt's hier. Oh, und einen komischen Schädel. Den ich eigentlich nicht wollte. Egal. Was sagt denn die Traglast? Oh ja. Da haben wir uns aber ganz schön vollgeknüppelt wieder hier in der Höhle. So, ab nach Himmelsrand. Oh, und da ist es natürlich dunkel. Aber kein Wunder, solange wir hier drinnen waren. Wo genau sind wir denn jetzt? Darf ich das erfahren? Wenn ich auf die Map gucke? Ach du Schande. So, wie sollen die die Klaue nach Flusswald bringen? Machen wir. Mal schauen, ob wir bis dahin noch irgendwelche... Ach, hier kann man runterspringen sogar. Wieder irgendwelche Sachen sammeln können. Oh, wir sehen aber nach großen Tieren aus hier. Oh, was war das da? Ein Fuchs, der tut uns nichts. Von denen geht keine große Gefahr aus. Hier gibt es hier ziemlich viele Skelette. Aus wie ein Friedhof für große Tiere. Gibt es hier nicht so große Tiere? Stimmt, Mammuts oder sowas gab's, ne? Ah, mir fällt es wieder ein. So. Dann folgen wir mal den Fluss, dann werden wir nämlich auch... Ach, das ist hier, wo wir so die Einsicht hatten. Da hinten ist diese Anglerin. Na, da drüben. Wir erinnern uns an die ersten Folgen. Zack! Tja, Wolf. Das war nix. Aber dein Pelz darfst du mir geben. Waren das nicht zwei eigentlich? Ah ja, den anderen haben wir auch da irgendwo zwischendurch weggesammelt. So, ein paar Disteln gehen immer. Dann schauen wir doch mal auf der anderen Seite hier nach. Was es denn hier noch so gibt. Auf jeden Fall sehe ich hier auf der Karte noch irgendwas. Nanu, was ist denn das? Ein altes Haus. Da gibt es sogar jemanden. Hey, bist du friedlich? Tatsache. Wow, wer bist du denn? Anis, hi. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Jo, pf, dann mach doch, was du willst. Kann ich mich auf dein... Oh. So. Ich den Schaukelstuhl gesetzt. Und dann warten wir mal hier. Ruhen uns aus von den Taten. Ja, du kannst da machen, was du willst. Bis es wieder morgen ist. So. Ha, so ein Nickerchen im Schaukelstuhl. Oh, nö. Es ist so schön, Besuch zu haben. Das glaube ich dir, aber bei dem Pisswetter... Es ist schwer, hier draußen über die Runden zu kommen, aber ich schaffe es schon. Entschuldigung, ich habe dir deinen Kessel irgendwie verschoben. Ich stelle ihn dir mal rein, ne? Sonst läuft er mit Wasser voll. Es ist schwer, hier draußen über die Runden zu kommen, aber ich schaffe es schon. Ich dachte, die hat hier eine Leiche drin zu liegen, würde ich schon sagen. Das Lied des Alchemisten. Zack, Alchemie verbessert. Wunderbar. Was ist das noch?
Beute, das interessiert mich nicht, das müssten wir alles klauen. Aufschließen. Okay. War jetzt nichts Verbotenes. Nanu? Wo sind wir denn jetzt? Ach was! Mhm, was haben wir denn hier alles? Anis Brief. Hey, Geliebes, warum zögert ihr? Ihr spürt doch die Macht in eurem Blut pulsieren. Ihr müsst nur die Hand ausstrecken und nach ihr greifen. Sagt euch los von eurem Jungen und kommt. Lebt mit mir im Wald. Meine Schwester wird bald hier sein. Zusammen können wir einen richtigen Zirkel bilden und dann kann eure Ausbildung wahrhaftig beginnen. Ah ja. Zu irgendwelchen dunklen Künsten? Oder einfach zur normalen Magie? Naja. So, Alchemielabor. Du kannst Tränke und Gifte herstellen, indem du zwei oder mehr Zutaten kombinierst, die über eine gemeinsame Wirkung verfügen. Experimentiere mit unterschiedlichen Zutaten, um ihre Wirkung kennenzulernen. Das hat wohl nicht geklappt. Kann ich denn die Biene mit dem Bienenstock kombinieren? Nö. Eine Bergblume mit... Ach, dann merkt sich, welche nicht klappen. Bergblume mit Knochenmehl. Ah ja. Beschwörung verstärken. Haben sie beide. Dann Distelzweig mit Knochenmehl. Okay, das macht auf jeden Fall schon mal was. Wenn ich es nochmal lerne, passiert was. Okay, dann stelle ich den Trank einfach nur nochmal her. Mit dem Pilz. Nix. Knochenmehl mit Bergblume. Nix. Distel mit Bergblume. Nix. Salz mit Schimmerpilz. Nix. Skiverschwanz mit der Blume. Nix. Skiverschwanz mit der Distel. Nix. Violette Bergblume mit Distelzweig. Ah, frostresistent. Cool. Wenn ich jetzt alles zusammenschmeiße. Nüscht. Oder doch schon, aber. Okay. Gut. Alchemie beenden. Yes. Hier drüben könnten wir ja dann gleich einmal dieses eine komische Ding dissen. Um einen Gegenstand zu verzaubern, musst du eine Verzauberung kennen, um einige gefüllte Seelensteine für die Verzauberung besitzen. Verzauberungen werden gelernt, indem verzauberte Gegenstände entzaubernd und damit zerstört werden. Ist klar. So, ich möchte entzaubern. Das nicht, aber das. Ja. Den Novizenkopf, natürlich. Die Novizenrobe, klar. Und wir haben direkt ein neues Level ab, okay. Und Magiker regeneriert sich, kennen wir wohl schon. Der Gegenstand ist bereits bekannt. Dann könnten wir den ja verchecken, wie es aussieht. Achso, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob wir jetzt Sachen verzaubern können, aber wir können ja eh bloß die Sachen verzaubern, die wir gerade gelernt haben, und die sind ja recht unspektakulär gewesen. So, wir kümmern uns mal um unser Level ab. Ich hätte jetzt gerne einmal Ausdauer. Mit Ausdauer können wir auch mehr tragen, übrigens. Oder? Meine ich das nur. So. Wiederherstellung. Wiederherstellung. Die Wiederherstellungszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magiker. Ja, das ist in Ordnung. Weil Magiker, und da werde ich wohl nie Punkte reinsetzen. So. Das war ja fix erledigt. Ich wollte gerade sagen, warum regnet das im Haus? Aber es erklärt einiges. So. What the fuck? Was ist mit ihr los? Ach, weil ich dein Geheimnis kenne? Oh, warte mal. Tut mir leid. Jetzt seht nur, was ich... Tja. Na, Fuchs, hey. So. Tja, schade. Aber, naja, sie wollte es ja so. Die nehmen wir mit und den Dolch auch. Gut. Tja, naja, Anis, das war wohl nix. Stehlen. Wen soll ich das stehlen? Die ist doch eh weg, die Alte. Ja, so direkt wollte ich das eigentlich nicht, aber sie hat wohl gemeint, wenn ich ihr Geheimnis kenne, müsste ich jetzt sterben. Naja.
Dann soll es so sein. Wir nähern uns wieder Flusswald. Flusswald hier ist das Ganze. Ja, das ist ja schon wieder ein Wetter. Da müsste ich mir mal demnächst in irgendeine Taverne hocken. Hey, Marquis der Lügner. Maik ist sehr praktisch veranlagt. Er braucht keine Mystik. Maik hat keine Erinnerung an seine Kindheit. Vielleicht hatte er ja nie eine. Das ist aber sehr komisch hier. Nord nehmen ihre Bärte sehr ernst. So viele Bärte. Maik glaubt, sie sind neidisch auf die Mähnen der Khajiit. Habe ich einen Bart? Nö. Also, was willst du von mir? Super hart wie du, ne? Das brauche ich nicht. Ich frage mich übrigens noch, wie es denn aussehen würde, wenn man eine Katze so rasiert, wie das bei Menschen immer der Fall ist. Sieht bestimmt lustig aus. Gut. Hüpf. Ja, hüpf. Hallo Hirsch. Tschüss Hirsch. Ist das der Hirsch, den wir letztes Mal schon anditschen wollten? Naja. So, dann warten wir mal durchs Wasser. In Klammern, das ist übrigens auch ein Mod, dass es so viel regnet, weil sonst plätschert das immer nur so und das ist ja ein bisschen, naja, plätschert dann halt, ne? Okay, dann sind wir doch mit reicher Ausbeute wieder zurück in Flusswald. Hm? So, dann bringen wir das nochmal wieder zurück. Riverwood Trader. Flusswald Handelskontor heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Naja, egal. Zeigt diesen Dieben, dass man Lucan Valerius nicht bestiehlt. Hab ich schon. Je eher ihr die... Ihr habt sie gefunden. Das ist sie. Seltsam. Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Ja, kein Problem. Ach, hier ist er wieder. Kann ich das noch sehen? Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Bitte, kein Problem. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Das kann sein. So, verkauft ihr Zauber? Fragezeichen. Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Nice. Okay. Zeig mal. Hat er ein paar? Ach du Scheiße, ne, der hat aber auch richtig was hier dran rumliegen. Das ist ja cool. Ist das eigentlich auch neu? Das kenne ich noch gar nicht. Na egal. So, Eichenhaut. Das ist ein Veränderungszauber. Das ist Zerstörung, Illusion, Wiederherstellung. Okay. Leichter Schutz. Erhöht den Rüstwert um 40 Punkte und absorbiert bis zu 40 Schadenspunkte durch Zauber oder Effekte. Und wie lange? Sagt er nicht, okay. Zombie erwecken, das ist ja geil. Kreaturen und Personen bis Stufe 6 greifen 30 Sekunden lang jeden in der Nähe an, das ist mir egal. Leichter Schutz, zack! Das kaufen wir uns mal. Was wollte ich jetzt noch? Ja, Waffen kaufe ich mir bestimmt keine, da finden wir eh alles Mögliche. Aber verkaufen können wir noch. Eine alte Nordstreitaxt und Bleistift. Nordpfeile behalten wir uns mal schön. Eisendolche werden wieder verkauft. Auch der feine Eisendolch. Jep, weg. Die langen Bögen kommen weg. Das Orkschwert, Stab, Dolch. Kriegshammer kommt weg. Und ich weiß nicht, ob wir dieses Ding brauchen, um Erze zu hacken. Das könnte natürlich sein. So, einmal weg. Bitteschön. Das kann einmal weg. Die Halskette. Naja, ich wüsste nicht, für was ich die brauchen sollte. Tunika kommt weg. Das erinnert uns ja bloß an unsere Gefangenschaft. Kaiserliche leichte Stiefel, weg, Lederstiefel, weg, Magierrobe, weg, Ring, weg, Tunika mit Gürtel, weg. So, Zaubertränke. Puh, schauen wir mal, konzentriertes Gift schädigt Ausdauer um 9 Punkte, wüsste ich aber nicht, was ich damit machen soll. Blutstockendes Gift, die Gesundheit Ausdauer 4 Sekunden lang 5 Schadenspunkte zufügt. Hä?
Ich blick's gerade noch nicht, aber ich werde mir demnächst ja eher auch mal den Mod drauf machen mit diesen realistischen Getränken. Jetzt war ich ja bloß immer kurz auf Pipi-Pause und nehme jetzt 3 Stunden lang auf. Das ist gar nicht so verkehrt. Ein Stündchen geht noch, würde ich meinen. Aber dann sind wir auch schon wieder bei merkwürdigen Uhrzeiten hier. Aber das macht nichts. Schriftrollen. Ja, braucht eh kein Mensch. Weg, 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 weg. Oh. Nee. Das übrigens. Begibt euch zur Akademie in Winterfeste wegen was? Ach, wegen den Also gut. Zauberdingern. Kann mir denn Camilla Es was ist ein verkaufen? schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Oh, danke. Das Kochtopf, zeig mal. Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen. In Kochtöpfen kannst du Essen zubereiten, das die Gesundheit wiederherstellt oder andere vorübergehende Effekte hat. Für jedes Rezept sind bestimmte kulinarische Zutaten notwendig, die du in ganz Himmelreich Guten Tag. findest. Jawohl. Da können wir aber eine ganze Menge machen, aber da fehlt uns einfach noch. Gut, Ihr schön. seid nicht von hier. Nee. Da sind. So, und diese betuchte Händlermod muss auch dringend Ich rein, weil bin das ist aus halt der schon ein bisschen. kaiserlichen Provinz hierher gekommen, um mit meinem Bruder Lukan zu arbeiten. Verfolgst du mich etwa? Das ist krass mit den Gewittern. Scheißwetter heute, ha? Was auch immer ihr benötigt, bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Alles klar. Braucht ihr eine neue Klinge? Ja. Habt ihr was noch zu verkaufen? Kann ich bei Wollt denen ihr den euch Rest schützen verkaufen? oder Schaden austeilen? Damage, immer Damage. Okay, hier ist bloß noch dieses sonstige Problem. Okay. Hat der denn für mich? Nee, schade. Dietriche werden ja irgendwann mal eine Maßnahme. Die gehen ja auch irgendwann mal zu Neige. Gut. Hi. Ihr seid hübsch, das muss ich gestehen. Ach, das Haltet bist euch du. bloß von Allwur fern, meinem Mann. Ja, das hattest du schon mal gesagt. Das hier ist bloß dieser Handelsposten, na genau. Mein liebster Saufkumpan, besorgt mal ein wenig mit. So, Sleeping Giant Inn. Alles klar, schlafende Riesen oder wie, oder was? Du? Ordner. Ordner. Hört ihr zu? Es ist schwierig, das nicht zu tun. Das Bier wird schlecht. Wir werden Nachschub brauen müssen. Habt ihr mich gehört? Ja, das Bier wird schlecht. Ihr habt offenbar doch keine Kartoffeln in den Ohren. Sorgt nur dafür, dass wir bald Nachschub bekommen. Wer seid ihr denn? Hallo, Delphine. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Wie rumgeschnüffelt? Nix da. Habt in letzter Zeit Gerüchte gehört? Helgen soll von einem Drachen angegriffen worden sein. Das sind doch alles Hirngespinste. Nee, nicht ganz. Ich hätte gern ein Zimmer. Ja, wenn heute so ein verregneter Tag ist, dann würde ich meinen, wir verbringen den Tag einfach mal im Bett. Wir haben ja auch Tag und Nacht hier Banditen gekillt und uns gegen Draugr, wie auch immer man die nennt, durchgesetzt. Also. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Okay, danke. Wo ist denn das? Das? Oder das? Delfin macht Dieses den Lied Wissen. hier ist besonders beliebt. Es Oh. ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Kam einst ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstad stammt. Groß reden schwang er die Klinge gezückt, er prahlte von Kämpfen und Beuteglück. Doch still ward der Rote, kein Wort mehr er sagt, als Schildmaid Mathilda beherzt vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met, nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Und mit lautem Klirren folgte schnell Hieb auf Hieb, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Ragnars Schädel rollt auf dem Boden umher. Seiner Taten erbrüstet sich nimmermehr. Super. Ein persönlicher Hausbade für die beiden. Das ist interessant. Hallo Sven. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe.
Darf ich euch um etwas bitten, hä? Gewiss. Was kann ich für euch tun? Ah, okay. Kennt ihr das Zeitalter der Aggression? Danach fragen nur Leute vom wahren Kaiservolk.